Und willkommen zurück, meine Freunde des Internets. Da ist er wieder, MonkeyKingLP, wieder in einer neuen Runde von Phone Destroyer. Von South Park Phone Destroyer, besser gesagt, ja. Und ich habe jetzt prinzipiell noch nicht weiter hier gespielt, weil das wollte ich mit euch gemeinsam aufnehmen. Aber ich habe halt während der Freizeit, sage ich jetzt einmal, immer dieses Gratis-Pack geholt, alle 4 Stunden. Und ich habe das nächste. Hello. Das nächste Package habe ich übrigens jetzt noch nicht auch geholt, also. Wir werden das jetzt wieder gemeinsam öffnen, gleich am Anfang direkt eine Package-Öffnung. Und wir kriegen Monetas. Wie ihr seht, habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr als das letzte Mal. So. $1. Eine Kohle. Dieses Kraftserum, da habe ich jetzt schon 2 im Besitz. Bin gespannt, für was das eigentlich wirklich dann gut ist. Und. Okay, Banditzelle. Ich frage mich dann, was man dann machen kann. Ich hoffe, dass wir das dann nochmal freigeschaltet bekommen dann demnächst. Aber prinzipiell weiter geht's in der Story selbst, in Episode 2. So, Festung der vielen Monde. Mit so einem fröhlichen kleinen Typen. Schmuggler Ike. Blitzschlag. Okay, ein Pirat? Kommt da jetzt ein Pirat? Oder warum hat der Hakenhände? I don't know. Na dann, legt los. Hey, Neue, hast du schon den freundlichen Ladenbesitzer aufgesucht? Er ist vertrauenswürdig und hat einen Schnurrbart. Okay, warte, ich muss kurz. Zip und halte gegen die Scheinheit, um zu sehen, mit wem du es zu tun hast. Okay, da, Pfeilturm. Okay, cool. Cartman hat seine Fähigkeit, das heißt, wir können es eh dann gleich ein bisschen näher. Cartman, komm schon. Okay, na, die hebe ich mir noch auf. Geschichtenerzähler, Jimmy! Hey. Tja, schaut aber wieder mal gut aus für uns. Ich hab gesagt, wir spielen noch die Ratten. Und viel Damage raushauen können. Okay, irgendjemand ist gerade gestorben. So. Haben wir noch den Flieger raus, den wir. Holy moly. Fähigkeiten, jawohl. Dann holen wir uns noch Nathan. Aber echt, also die Fernkämpfer anscheinend können ihn alle angreifen. Du hast offensichtlich Stunden mit dem Handy verbracht, naja. Aber nun werde ich meine bislang beste Karte ausspielen. Na dann, zeig mal her. Enterhaken Kleid. Schlachtruf, verursacht bei einem Gegner Schaden. 28 Schaden, wenn der gegnerische Anführer getroffen wird. Ich dachte, wir spielen Indianer und Cowboys. Enterhaken Kleid. Haltet euch fest, Kameraden. Okay, das ist Bullshit. Piraten zählen definitiv nicht als Indianer. Gleiche Epoche etwa. Das stimmt. Ja, Indianer und Blackbeard lebten etwa zur gleichen Zeit. Hey Jungs, schon mal darauf hin, macht's ganz schwierig. Das ist das Tolle daran. Die pfeifen eh auf diese Regeln. Ja, und da kommt wirklich alles. Da kommt wirklich jeder Charakter vor. Auch aus Stick of Truth und Fractured Butthole sind auch welche dabei. So wie die Zeit zu sterben, taugenichts. Na dann. Schicken wir Nelly raus. Damn! Der ging schnell. Okay, machen wir die Fähigkeit. Und dann noch sie. Sie ist cool, sie haut Damage raus. Aber sie ist, glaube ich, auch mehr ein Tank. Overhead Kyle. So, wir brauchen ja eigentlich nur den Piraten töten. So, haben wir auch erledigt. Sieg! Yay! So. Weiter geht's. Oh, okay, was können wir kriegen? Wann wurde aus dem Spiel den Cowboy und Piraten? Ja, da machen das Spiel kaputt. Festhalten! Du hast da getippt, aber du hättest nie schreiben müssen! Das sind meine Eier. Oh mein Gott! Okay, bis jetzt sind wir nie verraten worden von den Go-Cow-Symbols und jetzt sind wir es verraten worden. Gut. Token Life Matters! Den Blitzschlag, not bad. Verursacht bei einem Gegner massiven Schaden. 24 Schaden, wenn der gegnerische Anführer getroffen wird. Das ist cool. Oh, da haben wir das. Schmuggler-like. No, man, nicht das.
$2 für einen Spind. Wir könnten es versuchen, aber ehrlich gesagt möchte ich die farmen, weil die ja doch ein bisschen Dings sind. Okay. Moment mal. Wir graden ihn einmal ab. Dann können wir ihn eh abgehen. Okay, das hat mit dem hier anscheinend nichts zu tun. Das ist anscheinend wirklich nur die Anzahl. Nein. Was hätten wir? Die Ratten können eigentlich noch upgraden. Aber im Prinzip werde ich... Ah, da. Wirbelangriff. Flächenschaden, Wirbelangriff. Okay, dann werden wir sie upgraden. Geschichten, das brauchen wir nicht. Mimsi auch nicht. Also jetzt haben wir doch Schmuggler-Eig schon. Oder was? Okay, anscheinend haben wir das eh bekommen. Interessant. Okay, aber wo ist die... Nein, wo ist denn die eine, die ich gerne habe, weil die gut kämpfen kann? Die ist gar nicht dabei, das ist ja cool. Wahrscheinlich habe ich die nicht, weil ich die noch nicht doppelt habe oder sowas. Oder keine Ahnung, I don't know. Okay, wir werden Tweak aufleveln. Wir haben schon Tweak? Ja! Ich kann nicht gesagt, dass wir mit Stress arbeiten. Ja! Yay, Level Up! Bam, badam. Coolios. So, okay. Okay, was kann... wurscht. Haben wir Mimsi auch noch auf. Haben wir zwei Stufen Mimsi noch auf, weil zweiten Tank braucht man immer gut. So, okay. Und weiter geht's. Next Level. Ich hab gesagt, wir schauen, dass wir die vier Level jetzt zusammenkriegen. Ist das Timmy? Ich glaube, das ist Timmy, Leute. Ich glaube, jetzt kommt Timmy. Na dann zeig mal, was du hast, Timmy Boy. Bis gesagt, Stan spielt ja die Leute, also der Häuptling oder sowas. Okay, ganz ehrlich, ich werde den, glaube ich, gleich direkt spielen. So, Tweak, zeig gleich, was du hast. Cool, Tweak wirft jetzt eine Bombe als erstes, ist ja arg. Rattenschwarm, we need damage. Tweak, do it, shoot him. Okay, im Prinzip können wir eigentlich spammen und spammen, weil sie sterben ja nicht. Ah, Stan hat den Gruppenchat wieder betreten, das ist cool. So, okay, wir werden auch wieder Jimmy holen. Hüsten. Stan hat den Gruppenchat verlassen. So, Katastrophen-Heidi, die wollte ich das letzte Mal. Kann ich die... Ah, Heidi ist eine Kämpferin, die schlau und lustig ist. Okay, na, das sieht nicht wirklich aus in Ordnung. Okay, jetzt habe ich das überspringen, sorry Leute. Also übersprungen. Ja, im Prinzip kann ich alle spammen, weil sie verlieren ja kein Leben oder sonst was. Das heißt, sie gehen ja einfach die ganze Zeit weiter. So. Okay, die sollten eigentlich... Ja, spielen wir sie lieber hier, weil da unten kommen die ganz gut klar. So. Ja, wie gesagt, prinzipiell kann man sie spammen. Piraten und Indianer kämpfen Seite an Seite. Kanonen, Feuer! Wer kommt jetzt? There it is! Piratenschiff Timmy! Aufgeladen! Schießt eine Kanonenkugel auf den nächsten Gegner. Oh, sie haben seinen Rollstuhl umgebaut! Timmy! Okay, das ist echt cool. Timmy der Verräter, tritt ihm das Grinsen aus dem... Oh mein Gott, da sind so viele Flugwörter. So, dann haben wir noch den Flieger raus. Ah, da, okay. So, was machen wir mal? Ich glaube, seine macht nur Damage ab. Genau. Dann holen wir Nathan. Der hasst ja Timmy. Also Jimmy, hoppala, nicht Timmy, sondern Jimmy. And Timmy goes down. Yay! Okay, Schmuggler-Eig wäre cool. No. Go Chaos, come on. Teilspitze, okay. Die Aliens? Schmuggler-Eig, nice! Und Go Chaos. Stupid Chaos! Okay, wow, der Neue hat gerade ein Kid im Rollstuhl niedergemacht. Nicht cool! Ja, das ist etwas extrem, findest du es nicht, Alter? kann ich mich verteidigen irgendwie? Okay, graden wir mal den Flieger ab. Flächenschaden ist an sich ziemlich cool. So.
Ach, dafür, du benötigst das und da. Okay, für die Energiespritze brauche ich die dann. Okay. Gehen wir noch die Ratten ab. Einmal noch die Ratten, damit sie ein bisschen mehr Damage und Leben haben. Dann werde ich gesagt, nächstes Level. Level 3, glaube ich, müsste das jetzt gewesen sein, oder? Also das vorige. Okay, neu, es wird Zeit, dass wir ernst machen. Du hast zu viele Karten gesammelt, um sie alle gleichzeitig zu benutzen. Wir sollten dein Team anpassen und auswählen, wer dir am besten gefällt. Logischerweise, okay. Begib dich in dein Haus und dein Deck zusammen. Yes, endlich Deck zusammenfassen. South Park wurde beendet, das ist ja toll. Warum wurde South Park beendet? Gut, das werde ich vielleicht ein bisschen cutten. Maybe. Okay, Aufnahmen tun wir ja nicht. Also die Aufnahmen sind nicht abgebrochen. Das ist gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Na ja, gut, das Spiel ist erst, glaube ich, erst 2 Tage da. Gut. Okay. Okay, Cartman, wir wissen es. Wir waren gerade dabei. Komm schon. Logischerweise werde ich bleiben. Gut. Auf dein Haus. So. Haben wir es. Okay, es ist einfach nur abgestürzt. Okay, cool, ja. Deine komplette Kartensammlung. Dein aktuelles Deck. Ziehe die Karten zurück in dein Deck. Okay, lass die Karte auf einen leeren Platz oder auf eine andere Karte fallen, um sie zu tauschen. Okay, ich will ehrlich gesagt aber Mimsy sogar behalten. Viel Spaß beim Anpassen deines Decks und der Upgrade deiner Karten. Cool, danke. Ah, okay, hoppla. Okay, ich hätte gesagt, wir hauen alle einfach raus. So. Und stellen einfach gemeinsam geschwind ein neues Deck zusammen. Und zwar aus folgenden Leuten bestehend. Wie gesagt, Cartman möchte ich sogar wirklich drin belassen. Also hoppla. Ah, okay. Cartman werde ich wirklich drin belassen. Der ist ziemlich cool. Das passt eigentlich. Dann Revolverheld Kyle werde ich auch drin belassen. Ich frage mich trotzdem, was das noch ist, also diese Anzahl. So, dann Geschichtenerzähler Jimmy war auch ziemlich gut. Kann ich einfach... Nein, habe ich jetzt eingefügt. Gar keinen, oder? Nein, okay, passt. Okay, wo war Wimsy? Wimsy, komm. Wimsy war auch cool, damit wir zumindest 2 Tanks dann haben. Nathan, ich möchte Nathan auch dann haben. Der Flächenschaden war ziemlich awesome. Dann Tweak. Tweak ist jetzt auch nicht so schlecht, der passt auch. Die Kleine da, die Sally. Im Prinzip verändert sich eh nicht wirklich viel. Die da, die Nelly, die war auch ziemlich nice. Was kann denn er? Aufgeladen, erhöht seine Angriffskraft. Okay, upgraden kann ich ihn nicht, weil mir Federn fehlen. Okay, die Frage aller Fragen. Wen nehme ich jetzt? Wen nehme ich mit? Die Ratten werde ich weglassen. Die waren nicht wirklich gut. Den Feuerball könnte ich eventuell noch mitnehmen. Das war ziemlich nice eigentlich. Dann hätte ich gesagt, die ist dabei. Den Flieger. Und... Ach ja, weißt du was? Nehmen wir Ike mit. Nehmen wir Schmuggler Ike mit. Dann haben wir 2 Tanks. 1, 2, 3, 4 Fernkämpfer, einen epischen Kämpfer und 2 Assassinen. Ja, das wird schon irgendwie funktionieren, hätte ich gesagt. Ja, ja. So. Dann haben wir das Deck auch schon zusammengestellt. Ein Event. Jetzt schon ein Event? What the heck? Gucken wir uns das Event mal an. Anlegen und Feuer. Verwende Karten aus dem Abenteuer oder Neutralthemen, um Eventpakete zu verdienen. Klicke auf Karten ansehen, um die Eventkarten zu betrachten. Karten ansehen. Gültige Karten für dieses Event. Wenn du eine PvP-Partie gewinnst, erhältst du einen Punkt für je. Oh, okay, sie bauen sehr auf PvP anscheinend, sehr stark. Hey, na, wusstest du, dass du Phasen wiederholen kannst, um noch mehr Zeug zu bekommen? Ja, das habe ich übrigens schon gesehen. Tippe hier um vorige Episoden. Okay, jetzt wird es noch erklärt. Genau, tippe auf den Levelknoten, um die Jagd auf Stan der vielen Monde fortzusetzen. Genau, jede Phase hat 15 Schwierigkeitsstufen. Bezwinge die Phase, um sie aufzuleveln. Jedes Mal, wenn du eine Phase abgeschlossen hast, bekommst du neue beste Beute. Cool. Stelle sicher, dass du jeden Scheiß aus den Phasen mitnimmst und um dir... Okay. Dieses nochmalige Aufleveln werde ich aber, glaube ich, privat machen. Das werde ich dann in der Freizeit auf dem Handy machen oder sowas. Ja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall haben wir hier 7 Nachrichten anscheinend bekommen.
Okay, 4 Deck-Sachen haben wir anscheinend bekommen. Okay, ah, wir können Mimsy ableveln noch. Okay. Dann leveln wir ihn halt einmal ab. Okay, okay, kriege ich da irgendwas gratis oder was ist da? Sonst ist da glaube ich nicht wirklich was zum Erledigen. Warum haben wir dann hier 3 Nachrichten drauf? Gut, egal. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt weiter, schnell, so schnellstens möglich. Und wie gesagt, die weitere Auflevelung mache ich dann selber. Hey, neu, ich habe gehört, du arbeitest mit Don King Butters. Das ist doch... Ja, spielt Butters mehrere Rollen, kann das sein? Das wäre cool. Gucken wir mal, ob das neue Deck was ist. Das bis so viel, ein bisschen haben wir noch was geändert. Also wir haben nicht wirklich viel geändert, wir haben die Ratten halt rausgehört. Okay, Kappen raus. Nathan raus. Mrs. Heidi raus. Okay. Pam, 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 pam. Okay, Neffen macht jetzt nicht allzu viel Single Damage, er macht eigentlich nur AOE Damage in letzter Zeit. So. Oh no. Okay, Heidi werden wir hoffentlich immer. Neffen, was machst du? Bleib bei ihm, er macht dich zum Champ. Sally, ich schau rum. Smoke like. Bam. Schmugger Alk. Nein, geh nicht über Kartlen, sonst kann ich den nicht fliegen. Okay, Alk ist down. Tweak, schnell. Okay, der erste Angriff, den er macht, ist immer diese Bombe. Das ist cool. Da werden wir mal den Angriff malen. Okay, wir werden noch sparen jetzt auf Sheriff Cartman wieder, damit wir ihn... Kein Cowboy ist bislang so weit gekommen und im Block. Nun, Bleichgesicht, wirst du einsam sterben. Wer kommt jetzt? Todeswunsch. Deckarbeiter Butters. Todeswunsch. Halt den nächstgelegenen Verbündeten oder Anführer. Okay, das ist ja mal lustig. Er ist nicht nur der Chinese, sondern also dieser... Don King Butters. Arr, festhalten, Cowboys. Das ist ja lächerlich. Willst du die all die anderen in den Arm lassen, Butters? Schön. Angriff. Okay, das könnte nervig werden, weil der könnte den Tank heilen. Aber wir haben Nathan. Nathan macht Gott sei Dank doppelten Damage. Also auf alle. Komm, Ike. Angriff hoch. And AOE Damage und Ike. Angriff hoch, komm schon, Kleiner. There he goes down. There goes down the Dynamite. Oh yeah. So, ein Level hätten wir noch. Das würde ich gerne noch in die Mission haben. Metal. Okay, Metal verlässt uns heute auch. Was ist mit Lorde? Lorde! Okay, für Federn. 6 Stück Federn ist nicht schlecht. Und das da. Cardman? Okay, Münzen. Auch okay, werde ich auch damit leben. So. Das heißt, wir können wieder aufleveln, aber irgendwie verstehe ich noch nicht ganz die Sinnhaftigkeit. Wir verbrauchen halt diese Gegenstände, um sie aufzuleveln, das ist verständlich. Heidi werde ich nicht aufleveln, Heidi ist doof. Wir werden die Kleine vielleicht aufleveln. Okay, wir werden ein Level up hier machen, weil da brauchen wir nur Federn. Und wir werden Jimmy aufleveln. Genau, ja, das passt. So. Und jetzt hätte ich gesagt, ich werde dann wirklich einmal dann auf dem Handy, wenn ich Zeit habe, wieder einfach nur so spielen, damit ich das hochleveln kann, alles. Oh, das ist Ethan. Den sehe sogar ich aus. Damit ich die Abschnitte einfach wiederhole und farm und farm und farm und farm und farm. Und das halt jedes Mal zusammenkriege, damit ich dann, wenn ich das noch weiter zeigen möchte, außer diese ein, zwei Episoden vielleicht oder sowas, dass ich das... Hey, was hat ein Pirat am liebsten zu essen? Okay, Mist, ich habe keinen Tank. Mist. Nelly, komm. There it is. Hier ist Cardman. Okay, Jimmy hatte die Fähigkeit, dass er Aura hat. Ich habe jetzt übrigens den Witz nicht gelesen, es tut mir leid, ich war gerade voll konzentriert. Come on, Ike.
Ike, hau auf. Damage. Oh yeah, come on, Ike. Okay. Tweak. Okay. Den kann ich kurz pausieren. Okay, ich muss hier kurz einen Schnitt machen, Leute. Und da bin ich auch wieder, meine Freunde. Verzeiht die kurze Unterbrechung wieder mal. Leider, leider lässt sich das auch nicht verhindern. Aber wir sind ja eigentlich eh schon kurz vom Levelende, glaube ich. Hier, kann das sein? So, wir holen Ike raus, also Kyle raus. Und ich mache die Fähigkeit von Ike und er ist tot. Gut, dann holen wir noch ihn raus. So, was ist los? Okay, Heidi, do something. Damage up, Kyle. Ah, das läuft. Dios mios. Aber wirklich, man kann einfach die Karten einfach, sobald man sie kriegt, spielen sie einfach. Sie gehen eh mit. Sie, irgendwann sterben sie einfach nur. So. Ike powert sich ab. So. Im Prinzip hätte ich gesagt, wir warten einfach jetzt noch mit den Sachen. Ah, der ist Stan. Come on, Stan. Nathan. Nein, Nathan. Du warst in meinem Team. Nathan! Okay, wir schießen dem einfach wirklich gerne mal einen Feuerball einfach rein. Es kann immer nur eine Version eines Charakters im Spiel sein. Töte die gegnerische Figur, um deine zu spielen. Okay. Achso, Mimsy ist im Game. Achso, okay. So. Okay, das heißt, wenn ein Gegner zum Beispiel Nathan spielt, kann ich ihn nicht spielen. Das ist ja unnervig. So. Also. So, holen wir die ganzen. Ike, hau dich ab! Oh, der Nathan hat doch ganz schön rein. So. Damage! There goes he down. Deswegen konnte ich ihn hier unten nicht spielen, obwohl ich ihn im Deck habe. Zumindest glaube ich, dass ich ihn in den Deck reingegeben habe. Ich glaube schon. Ja, oh ja, voll. Hab ich ja. Das war derbe! Fast so derbe wie damals aus der. Einem Hai, halt die Klappe, Mimsy! Das ist irgendwie das Einzige, wofür er berühmt geworden ist. Go, Chaos! Okay, eine Feder, noch schlecht. Go, Chaos! Okay, random. $1. Also eine Knete. Not bad. Okay, wir können nur Ike hochleveln. Okay, dann leveln wir Ike einfach mal hoch, weil wir es können. Und haben einen Erfolg! Yay, Upgrade-Profi! Du hast kein Objekt um deine Karten. Okay, passt. Gut, das heißt jetzt, ich werde wirklich mit dem Handy und dann so nebenbei farmen anscheinend. Oh, jetzt muss ich wieder PvP-Schlachten machen. Oh, hello. Hey, Butters. Greetings, this is Don King Butters. Please come to PvP facility right away. Hurry now, Don King Butters is waiting. Okay, Butters. Übrigens bin ich drauf gekommen, wenn man hier, wenn man diesen Emulator nicht so laut dreht mit der Lautstärke, dann ist das Knacksen nicht da. Weil ihr habt gehört, es sollte jetzt kein Knacksen drin gewesen sein. Und ich muss das wieder groß machen. Es tut mir leid. So, eine PvP-Dings. Ich bin gespannt, ob es Leute gibt, die spielen. Oh, anscheinend haben wir jemanden gefunden. Weil irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der vorige Typ, gegen den ich gekämpft hatte, war ein Bot. Irgendwie kam mir das sehr botlastig vor. Okay. Chris goes derp. Wie süß. Okay, Mimsy! I'm coming for you. Mimsy crush. Okay, im PvP. Im PvP können wir schon das gemeinsam machen. Okay, Sally. Bisschen Damage haben wir raus, so. Okay, da hat aber schon zwei Tanks halt draußen, das ist ja doch. Damn, der hat jetzt schon die Fähigkeit. Das ist ja urab. So, Nelly. Okay, der könnte mich fertig machen, glaube ich. So, Geschichtenzähler. Hi, Geschichtenzähler Jimmy! Okay, ich hätte auf meinen Tank warten sollen, also auf Dings, auf Cartman. So, holen wir Cartman raus. Okay, die Nahkämpfer können wirklich nicht die attackieren, ne?
Okay, wir brauchen einen Fernkämpfer. Sonst können wir den nicht. Oh. Hey Heidi, kämpf gegen dich selbst. Irgendwie sind wir noch nicht weitergekommen, der Typ und ich. Aber er liegt in Führung halt leider, ja. Okay, komm schon. Okay, naja. So, okay, Nelly, komm raus. Das ist die Frage aller Fragen, ob ich da irgendwie rankomme. Er wartet jetzt. Okay, er macht einen Blitzschlag, das ist nicht cool. Energieboost! Okay, what the heck? Okay, Mimsy! Bis der, das könnte ich eventuell töten, bis der bei mir ist. So. So, Nelly. So. Okay. So, jetzt hauen wir mal Damage raus. Eindeutig Damage muss jetzt rauskommen. Weil der liegt in Führung momentan, ja. So, Geschichte mit Zähler. Chili! So, Cartman, Cartman, komm schon. Okay, so. Oh, come on. Er gewinnt, glaube ich, oder? Kann das sein? Er gewinnt. Er hat mehr Damage an mir gemacht. Das ist cool. Das ist irgendwie angenehm zum Spielen. Ich meine, auch wenn ich jetzt verloren habe, aber das ist ziemlich nice zum Spielen. Habe ich jetzt trotzdem das oder nicht? Warte jetzt mal kurz. Gucken wir mal kurz raus. Okay, was ist das? Enthält diesen Bonus. Startgeschenk. Schweinebärmann-Outfit. Cool. Okay, aber das ist, glaube ich, ein Kaufding. Kann das sein? Oh nein, das haben wir bekommen. Das haben wir wirklich jetzt geschenkt bekommen anscheinend. Warte. Outfits. Haben wir jetzt einen Schweinebärmann geschenkt bekommen? Oh, okay. Ach, so geht das. Oh yeah, Schweinebärmann. Oh yeah, wir sind der Schweinebärmann. El Gol. Oh, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ich muss mir mal die Serie wieder anschauen. Die paar Serien, die ich kenne. Ist ja auch so viel mittlerweile passiert. Okay. Nein, 99 Cent werde ich nicht ausgeben für das. Das ist sehr lieb für diese Angebot. Jetzt geht die ganze Shopperei los. Okay, wir müssen einen PvP-Fight gewinnen. Ich hätte gesagt, auch wenn ich schon ein bisschen überziehe, ich möchte gerne einen PvP-Schlacht noch machen. Eine möchte ich auf jeden Fall noch machen. Ist leider halt wieder eine etwas längere Episode, aber ja, ich möchte schauen, ob ich diesen PvP-Kampf noch in dieser Episode schaffe. Hallo. Ah da, okay. Gegen wen spielen wir denn? Gegen einen russischen jungen Mann oder Frau. Keine Ahnung. Gut, wir sind Schweinebärmann, wir schaffen das. Okay, wir schicken Cartman als erstes raus. Und schicken sie mit raus. Und ihn mit raus. So. Schicken wir das noch raus. Und Ike. So. Geschichtenerzähler Jimmy für weniger Damage auf uns. Heidi. Versuche ihn wegzupushen. Go Jimmy. Ah Gott, Mimsy. Mimsy ist echt nervig, weil er direkt nur auf mich geht. Okay, okay, spielen wir mal ihn. Okay, Geschichtenerzähler Jimmy. Da macht er wenigstens den Damage weniger auf mich. Okay, da habe ich den Vorteil jetzt mit dem Fliegenden. So, aber wir werden jetzt mal ein bisschen auf ein paar Punkte warten. Come on, not fair.
Okay. Okay, wir liegen jetzt in Führung ein bisschen. So, wir werden jetzt auch mal einen Mimsi auf ihn schicken. Go, Mimsi. Go, Mimsi. Come on. Und da er jetzt noch nicht spielt, wird er warten auf was Stärkeres. Das heißt, wir werden jetzt einmal ein bisschen... Wir werden auch ein paar Punkte jetzt farmen. Während er nicht spielt... Ah, okay, er hat den Dienst gespielt, diesen Fliegenden. Kyle muss raus, dann holen wir das nächste Cartman wieder. Cartman, raus Cartman. Attacke verstärken. Okay, er hat echt gewartet mit dem... Feuerball! Yum. Goodbye, Sir. Go, Heidi. So, wieder ein bisschen Jimmy raushauen. Oh Gott, er schon wieder. Gut, wir hauen sie raus. Wir hauen ihn raus, damit der Damage auf ihn geht. Diese zwei hauen ja nur Damage raus. Das ist der pure Damage-Dealer, nur die zwei. Seht ihr, wie schnell der da war? Sehr schön. Come on, Jimmy. Come on. And there's a go down. Oh yeah. Und dann machen wir noch die Fähigkeiten. Yeah, Schweinbärmann hat gesiegt. Schweinbärmann, Schweinbärmann. Okay, wir nehmen diesen schönen girly Lock. Lockhaar. Dann die Chaos. Und das. Naja, wenigstens ein Upgrade-Objekt. Katastrophen, Heidi. Überlebe ich, dass ich sie nicht gekriegt habe. Yay, cool, das heißt, wir haben das geschafft. Wir haben einen aktuellen Rang bekommen. Hier, was können wir denn momentan kaufen? Das Buch des Wissens möchte ich nicht kaufen. Yikes. Wir könnten uns Sheriff Cartman kaufen oder Dog Poo. Der meisterhaft gefertigte Hundehaufen trifft sehr hart. Okay. Yay. Auf jeden Fall haben wir den PvP-Kampf ja doch noch geschafft. So. News. Okay, Anlegen und Feuer. Benutze Eventkarten aus Abenteuern. Okay, yay, 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 yay. Ich glaube, ich werde ein bisschen einfach so nebenbei farmen. Jetzt dann demnächst nach der Aufnahme. Kann ich mein Gratis-Pick schon holen? Nein, oder? Ich kann mein Gratis-Pick jetzt schon? Ich habe das doch... Okay. Anscheinend läuft das Gratis-Pack, wenn man es nicht nimmt, die Zeit dann trotzdem. Also 4 Stunden wieder. 4 Stunden wieder. Weil... Irgendwie habe ich doch vorher gerade am Anfang der Episode 1 aufgenommen und ich nehme vielleicht jetzt 30 Minuten gerade mal auf, so. Yay, Schmuggel, okay. Und Taubengang fliegt außerdem total widerlich. Okay, das sind so ähnlich wie die Ratten, okay, verstehe. Okay, aber dann hätte ich gesagt, ich beende hier die Episode Phone Destroyer. Und prinzipiell eins werde ich noch machen. Wir werden jetzt hier zu King Butters, Kong, Ding Kong Butters oder wie auch immer der heißt. Don King, so. Damit wir weitergehen können. Und ja, die Episode mal. Oh ja, den Kampf mache ich noch, auch wenn es jetzt eine Episode ist, es tut mir leid. Aber damit wir das schön drinnen haben in einer Folge. Vielleicht schnippel ich es ein bisschen zusammen oder sowas. I don't know. Verzeiht mir, ich bin so irgendwie so richtig entspannt drinnen in dem Game. Okay, wir haben keinen Dings. Okay, Tweak. So, dann haben wir sie raus. Oh, der kann heilen. Das ist ja heavy. Der ist Cartman. Okay, mach mal Attacke rauf, bevor er stirbt. Geh ein bisschen runter, Cartman. Come on. Okay. Ihn raus. Komm schon, Kleiner. Okay, jetzt farmen wir wieder die Punkte. Okay, noch haben wir unseren Tank, also... Come on, Schweinbärmann! Do something! Sprechen wir mal die Gegner. Okay, Mist, wir haben den verloren. Okay. Naja, macht ja nichts.
Stan der vielen Monde. Endlich sehen wir uns. Stan der vielen Monde. Komm her da. Hier endet es für dich. Der Neue mag unglaublich an seinem Handy sein. Aber nun ist es an der Zeit, die Chancen auszugleichen. Scheinbar zieht Stan der vielen Monde alle Stops heraus. Alle Stops heraus. Neuer, töte ihn. Okay. Finale Schlacht. Okay, okay, wir holen mal die Kleine da raus. Bisschen Damage. Und holen wir Nathan raus, hätte ich gesagt. Okay. So. Dann Kyle. Oh, jetzt sind alle da. Das ist heavy. Okay, wir warten jetzt auf Mimsy. Nein, wir warten nicht auf Mimsy. Wir spielen Tweak. Holy moly. Okay, come on. Heidi, help us. Go, Heidi. Damn. Okay. Ja, Ike, du kannst nichts gegen den machen, nämlich. Nein, tust du nicht, Kleiner. Oh, sie ist auch neu. Okay. Revolver Harry, Kyle. Okay, so. Nein, jetzt fahren wir mal auf Punkte für Mimsy, damit wir mal einen Tank haben. Go, Mimsy. So, dann holen wir mal die raus, damit sie mal im Hintergrund schön. Mimsy tankt einfach alles. So, Ike, komm schon, schnell. Nelly. Oh, wir könnten das jetzt easy peasy gewinnen gegen ihn. Come on, Nelly. Come on. There you go. Oh yeah, Stan der vielen Monde ist down. Tut mir leid übrigens, dass die Musik schon wieder nicht da ist. Warum auch immer schon wieder mal. Oh. Alright, Indian, looks like you're coming down to the jail. How can this happen? I thought I was really good at being on the phone, but this new kid puts me to shame. I've never seen someone pick up a new app like that and master it so quickly. So what do we do now? Cowboys beat the Indians, it's over. No, it's only just beginning. I believe we have yet to tap the new kid's potential. Habe ich schon erzählt, dass das auch wieder wie eine kleine Episode gespielt wird. Darum mag ich dieses Spiel auch sehr. Okay, Metal gibt uns $1, also eine Kohle. Auch nicht schlecht. Come on. Oh, jetzt habe ich jedes Mal was gekriegt, wenn ich auf die Beklebten gegangen bin. Okay, die Taubengang sollten wir hochleveln. Ehrlich gesagt ist die sehr interessant, weil sie fliegen kann und dadurch nicht getroffen werden kann. Also, okay, graden wir mal die Tauben einmal ab. Das können wir eh nur einmal. Dann können wir Revolver-Held-Keil. Und das war's auch schon wieder. Ja, ich würde sagen, wirklich, ich lasse jetzt im... Oh, okay. Cartman will wieder was. Was ist eigentlich, wenn ich ihn ablehne? Kann ich gar nicht. There you go. Greetings, new kid. I am Asima. I have come from space because we have heard how good you are on your phone. There is a war about to happen and we believe your amazing phone skill can stop it. Please meet me outside for the sake of our universe. Okay, save. Ich muss wieder groß machen, sorry Leute. Okay, awesome. Das heißt, wir gehen jetzt, wie ich schon gesagt habe, eh weiter neben Indianer und Cowboys nur. Oh, mein Mikrofon ist gerade runtergerutscht. Hello Mikrofon, aber ich hoffe, es hat sich nichts verändert. Cyborg Einsatz und... Oh Gott. Okay. No Cowboys. Das heißt, wir gehen jetzt in den Sci-Fi. Wir gehen in den Sci-Fi. Guckt euch das an. Okay. Nein, das werde ich jetzt wirklich... Jetzt werde ich hier wirklich einen Cut machen, damit wir das alles in der nächsten Episode kriegen. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen hier in der zweiten Episode von
Pound Destroyer! Auf jeden Fall werde ich die Hauptstory so machen und ich werde jetzt mal im Hintergrund schauen, ob ich die anderen Sachen, also die hier, die Level 1 Story, Episode 1 und Episode 2 machen kann. Aber ich mache jetzt hier einen Schnitt, Leute. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und wir sehen uns alle im nächsten Part, meine Freunde. Also, see ya!